Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch diesen Make-up-Look und zwar mit der wunderschönen neuen Anastasia Beverly Hills Palette, die Subculture Palette. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbreihe, die kommt auch an mit so einem Pinsel, wie auch bei einer anderen Palette. Und sie hat halt mega tolle Farben und sie ist sehr vielfältig, finde ich. Also es sind keine Standardtöne wie bei normalen Paletten, sondern die Grüntöne sind mega geil, die Rottöne, dann haben wir hier Gelb und Glitzertöne. Auf jeden Fall eine richtig schöne Farbreihe. Und ich denke, sie ist auch sehr vielseitig und vielfältig, deswegen glaube ich, ist sie bei mir sehr gut aufgehoben. Ich habe gesehen, dass die Amerikaner ganz oft von der gepostet haben. Ich habe gesehen, dass die Palette rauskommt und habe mir jedes Mal gedacht, okay, okay, am 25. bestellst du die Palette, am 25. bestellst du die Palette. Vergiss das bloß nicht. Und was ist am 25.? Natürlich vergesse ich die Palette. Und zum Glück hat Fashionmonger Özlem einen Link gepostet auf ihrer Insta-Story. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe die Palette vergessen. Ich habe sofort bestellt. Und innerhalb von 3-4 Tagen kam sie auch schon an. Und ich bin mega happy drüber. Und bin froh, dass ich sie ergattern konnte. So, ich würde mal sagen, wir schminken jetzt diesen Make-up-Look. Und los geht's. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an. Meine Foundation habe ich schon drauf. Meinen Contour und meinen Bronzer habe ich auch schon drauf, meine Augenbrauen habe ich auch schon gemacht und MAC Paint Pond habe ich auch schon auf den Augen. So, jetzt haben wir mit dieser wunderschönen Palette an und zwar kommt sie wie immer in dieser wunderschönen Schachtel, diesmal in so einem richtig schönen Grün oder Petrol oder was auch immer. Und so sieht sie aus. Die ziehe ich mal ran, hier mit so einem wunderschönen Pinsel. Und hier seht ihr die Farben wirklich. Die sind richtig schön und ich habe sie auch schon ein bisschen auf dem Finger geswatcht. Und da sahen die Farben einfach mega geil aus. Das kann ich auch hier euch nochmal zeigen. Zum Beispiel All-Star. Hier ein. Dann Electric. Was für eine geile Farbe. Dann nehme ich Edge, so ein richtig cooles Gelb. Und ich gehe nicht mal doll in die Farben rein, ne? Also es ist schon geil, auf jeden Fall. Als allererstes nehmen wir die Farbe Edge, und zwar ist das die hier. Und dazu nehme ich auch den Anastasia Beverly Hills Pinsel dazu. Also ich muss sagen, die Palette creased hier, das seht ihr auch so, aber das tut die andere Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette auch. Und das Ganze verblende ich jetzt ein bisschen. Und jetzt nehme ich die Farbe New Wave. So ist das die hier. Jetzt nehme ich die Farbe All Star, und zwar ist das die hier. Also die ist schon wirklich
ziemlich krass pigmentiert. Man braucht da vermutlich nur ganz wenig, nehmen wir schon richtig viel auf dem Pinsel. Jetzt nehme ich nochmal die Farbe New Wave. Das ist dieser orange-gelb-Ton und mache es nochmal auf die Augenfalte. So, jetzt nehme ich den Adorn, also diesen Glitzerton hier. Das nehme ich mit meinem Finger. Die haben so eine cremige Textur. Und nehme nochmal den Electric. Jetzt nehme ich nochmal den All-Star, den dunklen. Also ich kann die dunkle Farbe wirklich gut verblenden, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und es creased auch minimal, wirklich. Ihr seht das selbst, es ist wirklich minimal. So, jetzt nehme ich die Farbe Down. Und das ist so ein neutraler Ton. Und das ist der hier. Und mische das mit dem Q. Und gehe damit unter meine Augenbraue. So sieht das schon mal aus. So, jetzt kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Und dann nehme ich die Farbe Axis. Und sonst ist das der Grünton. Ja, der crease ein bisschen, wie ihr seht. Und jetzt verblende ich das Ganze noch mal ein bisschen. Jetzt nehme ich noch mal die Farbe Adorn. Mache das hier so ein bisschen in die Mitte. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir noch ein bisschen einen helleren Ton, den Cube, und benutze es im Augeninnenwinkel. Ist eine geile Farbe. Das sieht total schneeweiß aus, aber wenn man es benutzt, ist das so rosastichig. Ich sprühe mal ein bisschen Fixplus drauf. Jetzt mache ich jetzt Eyeliner drauf. Da benutze ich den von Kat Von D.
Das geht so easy damit. So, jetzt mache ich die Wimpern auf und meinen Blush und dann sehen wir uns gleich. So, ihr Lieben, die Wimpern sind getuscht, die Wimpern sind drauf und mein Highlight habe ich jetzt auch benutzt. Ich habe jetzt die Wimpern von Ardell benutzt, die Demi Wispies heißen die. Und als Blush habe ich benutzt den von Milano, den Baked Blush in der Farbe Luminoso. Und den habe ich gemischt mit Pastell in der Farbe Pretty Cheeks. Das ist dieser Ton hier. So sieht der aus. Und als Highlighter habe ich benutzt von MAC den Global Double Gleam. So sieht der aus. Das ist ein ganz, ganz mega geiler Blush. Highlighter. Ja. Und auf den Lippen mache ich jetzt was Neutrales, damit das nicht so ganz ablenkt von dem Augen-Make-up. Da benutze ich jetzt eins von Motive Cosmetics in der Farbe Silhouette. So, das ist mein fertiger Look. Also ich kann nur sagen, dass ich die Palette wirklich sehr, sehr gut finde. Ich finde sie mega geil. Sie hat ganz tolle, außergewöhnliche Farben. Also hier dieses Gelb, dann dieser wunderschöne Mockerton und dieser schöne Grünton. Also sie hat wirklich eine ganz tolle Farbauswahl getroffen in dieser Palette und mir gefällt sie wirklich richtig gut. Das hier sieht aus wie ein Weiß, das ist aber überhaupt kein Weiß, das ist halt so ein rosa Schimmer, das habe ich halt hier im Augeninnenwinkel. Und die Glitzerfarben sind auch mega cool, weil das halt nicht so putrig ist, sondern eher so leicht cremig ist. Und ja, ich finde das eine mega tolle Palette. Ich würde sie mir definitiv nochmal kaufen. Und einige der Farben bröseln leider, also dass ja halt ein Fallout ist. Aber am besten beim Baken nochmal den Puder drauf lassen oder erst das Augen-Make-up machen und dann die Foundation. Und das mit dem Bröseln ist leider auch auf der ersten Palette von Anastasia Beverly Hills. Aber das Gute ist, dass nicht alle Farben bröseln, deswegen ist das noch in Ordnung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne kommentieren, wie ihr meinen Look findet und was ihr davon hält. Und ja, ich würde mal sagen, das Baby kann jetzt kommen. Ich gehe jetzt so zum Kreissaal und ciao. Das ist natürlich ein Scherz. Auf jeden Fall wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf einen Daumen hoch und auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.